Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Focus E-Bike Talks. Wir haben uns seinerzeit zu Zeiten des Lockdowns dazu entschieden, mit Menschen rund um das Thema E-Bike oder die sich rund um das Thema E-Bike, Fahrrad, Mobilität Gedanken machen und Sorgen in Kontakt zu bleiben. Das wollen wir auch weiterhin tun, auch wenn sich gewisse Lockerungen eingestellt haben. Das heißt nicht, dass wir nicht weiterhin Dinge zu besprechen haben. Und heute freue ich mich sehr, mit Oliver Hentsche, seines Zeichens Geschäftsführer von Giant Deutschland, zu sprechen. Herzlich willkommen, Oliver Hentsche. Ja, hallo Patrick, willkommen auch. Schön, dass wir die Zeit finden, in diesen ungewöhnlichen Zeiten miteinander sprechen zu können. Ja, über diesen ungewöhnlichen Weg, ehrlich gesagt. Ungewöhnlichen Aber ja. Weg, genau, richtig. Ja, ich freue mich drauf. Also ich glaube, dass gerade die Fahrradbranche gerade viele Leute auch bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes, auch in diesen Zeiten. Ja, und ich habe sehr, sehr interessante Wochen hinter mir und bin gerne da bereit, darüber Auskunft zu erteilen. Ja, sehr gerne. Das freut mich natürlich. Je redseliger, je besser. Und damit wollen wir auch gleich einsteigen, weil tatsächlich, ich habe es im Vorgespräch kurz erwähnt, wir haben das mal quasi eingeführt, dieses Format, um in der konkreten, akuten Krise, wo nichts ging, irgendwie doch was am Laufen zu halten, im wahrsten Sinne. Jetzt sind wir in einer ein bisschen anderen Situation wieder, aber dennoch würde mich natürlich interessieren, Giant, seines Zeichens größter Fahrradhersteller der Welt, wie der in diese Situation gekommen ist, auch mit euren Verbindungen nach Asien logischerweise, aber natürlich auch, wie die Jetzt-Situation bei euch ist. Und das interessiert sich ja nicht nur mich, sondern eben auch die, hoffentlich, die Leute, die das hier schauen. Das hoffe ich auch. Ja, also natürlich. Wir hatten natürlich schon seit längerer Zeit mit dem Virus zu tun. Das ist nicht erst seit dem Lockdown. Im Prinzip, Patrick, fing das an im Januar. Ne? Wie man noch vielleicht aus den Nachrichten noch kennt, damals wütete das Virus in Asien. Wir als weltgrößter Fahrradhersteller haben 5 große Fabriken in Asien, sprich Taiwan und in China. Und damals war natürlich dann das Hauptthema Produktionsstopp. Das bedeutet, für eine gewisse Zeit damals wurden die Werke wegen Hygienemaßnahmen nicht mehr bespielt. Das heißt, es wurden keine Fahrräder produziert. Mhm. Damals hatten wir quasi die Situation, dass der Handel, sprich unsere Kunden, aber auch unsere Endverbraucher, das Risiko sahen, bekommt ihr eigentlich die Ware früh genug ran? Mhm. So. Und dann hat man festgestellt, Achtung, wir laufen auf eine globale Pandemie zu. Mhm. Das Virus geht wirklich auch jetzt in Richtung Europa. Und so langsam wurde uns klar, das betrifft jetzt nicht nur die Produktion, sprich den Warennachschub, sondern natürlich spätestens dann, als dann die ersten Fälle in Deutschland auftauchten, war uns klar, wir müssen uns hier auf eine ganz andere Lage vorbereiten. Mhm. Ja, und dann ging es ja relativ schnell. Dann kam diese große Unsicherheit, wo dann jeden Tag, jede Stunde wurden neue Sperrmaßnahmen eingeführt. Und dann war uns klar, die machen den Handel dicht. So, mhm. Ne, die machen die Läden wirklich dicht. Und ihr seid sehr stark, das vielleicht noch zur Information, ihr seid sehr stark stationär unterwegs, also im Handel, im klassischen Handel unterwegs. Habt auch eigene Flagship-Stores, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, weil eines der letzten Dinge, die ja quasi noch aktuell rausging damals, war, dass ihr ankündigt, 5 neue große Flagship-Stores zu eröffnen im März. Wir haben es nicht nur angekündigt, wir haben es auch gemacht. Ja. Wir haben im Februar haben wir noch 5 große Giant Brand Stores aufgemacht mit unseren Händlern zusammen. Also sprich, das sind keine eigenen Läden, sondern die werden betrieben durch Fachhändler, mhm. aber mit unserem Konzept im Hintergrund. Und da hatten wir sehr, sehr erfolgreiche Shop-Openings im Februar. Mhm. Und die ersten 14 Tage wurde auch enorm stark verkauft und dann kam der Lockdown. Ja. Heißt aber, wenn ich da kurz reingerät, heißt aber, dass ihr dann, weil du hattest gerade geschildert, dass ihr schon im Januar so diese Sperrung oder Schließung der Fabriken, aber im Februar wart ihr sozusagen noch gut ausgestattet, was Räder, E-Bikes, Fahrräder, was auch immer. Richtig. Damals, so musst du überlegen, wir unterhalten ein großes Zentrallager. So, dort lagern bis zu 100.000 Fahrräder für unseren Markt. Und natürlich war zum Zeitpunkt Januar das Lager noch gut gefüllt. Und da ich ja natürlich dann ausrechnen kann,
wie lang reicht mein Lager noch? Auch ohne weiteren Warennachschub war uns klar, wir können noch bis April liefern, ohne dass weitere Ware nachkommt. Aber uns war auch klar, wenn die Produktion weiterhin gestoppt sein würde, würden wir ab April ausverkauft sein. Diese Frage wurde dann völlig über den Haufen geworfen, als dann der wirkliche Lockdown kam, weil dann gab es ja auch keine Abverkäufe mehr. Also es floss ja nichts ab. Wir haben in den ersten 14 Tagen des harten Lockdowns sehr, sehr, sehr wenig Fahrräder ausgeliefert, logischerweise. Warum überhaupt Fahrräder ausgeliefert? Natürlich haben dann Händler vor Ort sich eingerichtet und haben gesagt, okay, wir machen Einzeltermine zum Beispiel. Und dann wurden dann, ohne dass der Laden auf war, dann trotzdem noch Räder, die bereits vorher terminiert waren, wurden die persönlich ausgeliefert. Sprich, der Laden war zu, aber es wurden halt Auslieferungen gemacht. Aber natürlich in einem viel kleineren Rahmen, als das normalerweise der Fall ist. So, und dann hatten wir, Gott sei Dank, ist auch meines Erachtens auch die richtige Entscheidung, gesagt, dass Fahrradläden, unabhängig jetzt von der Größe, früher aufmachen dürfen als jetzt andere Läden zum Beispiel. Warum ist das so? Ganz klar, gerade in solchen Zeiten, die Leute müssen mobil bleiben, die Kunden müssen natürlich auch von A nach B weiterhin kommen. Öffentlicher Nahverkehr war keine Option mehr, ist ganz klar. Ist immer noch kaum eine Option, um ehrlich zu sein. Immer noch eine sehr, sehr schwierige Option, sage ich mal. Und das Fahrrad hat sich in der Krise ganz klar als das bevorzugte Mittel herausgestellt. Und deswegen, Gott sei Dank, gab es die Entscheidung, dass die Radläden relativ früh wieder öffnen konnten. Und dann haben wir auch schon direkt gemerkt, dass die Nachfrage direkt ab dem Tag der Wiedereröffnung gigantisch groß ist. Also wirklich enorm groß. Trotzdem, das kann ich bestätigen, haben unsere Händler es geschafft, die Hygienebestimmungen einzuhalten. Das heißt natürlich, die Abstandsregeln gelten nach wie vor, auch der Mundschutz und so weiter, das wurde alles eingehalten. Selbst wir haben mehrere hundert Atemmasken quasi hergestellt mit einem schönen Giant-Logo. Das haben auch die Händler jetzt quasi auch im Laden auf. Das muss ja auch alles dann trotzdem passen. Aber die Nachfrage ist enorm, ist wirklich enorm. Und jetzt musst du dir vorstellen, im Januar war noch die allgemeine Sichtweise, wir bekommen die Ware zu spät. Im März war die Sichtweise, wir haben zu viel Ware da, weil nichts abfließt. Und jetzt sind wir im Mai und wir haben einen so großen Boom nach dem Produkt, dass wir jetzt, und das ist das Schöne bei Giant, weil wir ja auch selber produzieren, dass wir noch in der Lage sind, noch aus unseren Werken noch Fahrräder nachproduzieren zu lassen. Reden wir da eigentlich verstärkt, ganz kurz, reden wir da verstärkt über Bio-Bikes oder analoge Fahrräder oder reden wir verstärkt über E-Bikes oder hält sich das die Waage? Wie ist da momentan euer Gefühl? Ich sage dir ganz ehrlich, wir reden über E-Bikes only. Okay. Also Giant ist keine E-Bike-Marke. Giant war immer schon seit Gründung 72 ein sehr, sehr breit aufgestellter Fahrradanbieter. Trotzdem natürlich, mittlerweile machen wir 70% vom Umsatz her mit E-Bikes. Durchschnittsverkaufspreis natürlich oberhalb von 2.500 Euro, also wirklich hochwertige E-Bikes. Und von daher ist auch in diesen aktuellen Boomzeiten das E-Bike das bevorzugte Produkt, ganz klar. Trotzdem, aufgrund dessen, dass wir halt über Jahre hinweg auch einen sehr, sehr starken, guten Namen haben bei Performance-Rädern, sprich bei Rennrädern, bei Carbon-Mountainbikes, haben wir immer noch einen sehr, sehr guten Anteil an hochwertigen Bio-Bikes. Ja, Giant ist einer der erfolgreichsten Anbieter für Rennräder. Tour de France ist sicherlich bei euch auch ein Punkt gerade. Rennsport-Historie, seit den 90ern immer schon mit sehr, sehr starken Rennradteams auch gearbeitet. Damals das Team Onze, dann natürlich dann das Team
T-Mobile, aktuell das CCC-Team. Tolle Produkte, von daher haben wir noch einen sehr starken Rennradanteil. Mhm. So, das Rennrad ist quasi die letzte Bastion, wo das E-Bike noch nicht vollständig hervorgedrungen ist. Das Mountainbike ist im Prinzip, wenn man heute den Begriff Mountainbike verwendet, meint man eigentlich das E-Mountainbike. Das glaube ich auch. Wenn ich da einhaken darf, du hast ja schon gesagt, wir befinden uns in einem Boom, den vor 6 oder 8 Wochen so noch keiner hat kommen sehen. Und es steigen, das haben wir auch in vielen anderen Talks oder überhaupt in Gesprächen, stellt man das ja gerade fest, es steigen viel, viel mehr Menschen, gerade aufs Fahrrad, aus Gründen, die du auch genannt hast, die bis dato sehr wenig Fahrrad gefahren sind, haben oder noch nie oder sehr, sehr lange gar nicht. Das heißt, es kommt ja auch ein ganzen, also möglicherweise entsteht eine andere Form der Nachfrage. Wir haben jetzt in den letzten Jahren sehr stark gerade im E-Bike gesehen, E-Mountainbike, du hast es erwähnt, hat das Mountainbike ein Stück weit nach hinten geschoben, also eigentlich reden wir über E-Mountainbike. Meinst du, das ändert oder meint ihr, es ändert sich jetzt, wenn jetzt relativ normale Menschen plötzlich anfangen, verstärkt Fahrräder nachzufragen? Da geht es ja auch um Sachen wie Urlaub und Pendeln und Alltag und dergleichen, also verstärkt darum. Das ist eine sehr interessante Frage. Ich sage, meine Meinung ist, dass sich jetzt der ohnehin schon seit 2 Jahren sich befindliche Vorgang nur noch beschleunigt hat. Mhm. Also die Entwicklung, die wir gerade sehen, war vorhersehbar. Allerdings das Tempo, was wir gerade haben, war so nicht vorhersehbar. Mhm. Du hast völlig recht, wir haben aktuell einen so hohen Anteil an Erstkäufern wie noch nie. Das heißt, wir haben sehr hohe Kundenanzahl aus Umsteigern. Das heißt, die steigen von einem anderen Produkt wie ein Auto auf das Fahrrad oder auf das E-Bike. Und wir haben einen sehr hohen Anteil an Erstanwendern, die also sich wirklich erstmalig mit dem Thema Fahrradfahren auseinandersetzen. Und das merken wir anhand der Produktauswahl, die getroffen wird. Und zweitens auch im Gespräch mit unseren Händlern, dass natürlich viel mehr technische Fragen beantwortet werden müssen. Also der Aufklärungsbedarf ist enorm, was gut ist, weil ein E-Bike ist natürlich schon ein Produkt, was auch bereits vor dem Kauf viele Fragen auftauchen lässt. Das ist völlig in Ordnung. Von daher ist die Lage nicht neu, aber es wurde halt extrem jetzt durch Corona beschleunigt, ganz klar. Und ändert ihr euch auch an der Stelle ein Stück weit? Also das klingt jetzt zu steif sozusagen, aber ihr wart ja vorher, oder die Fahrradbranche war ja vorher auch nicht nur auf ein Fahrradprodukt beschränkt, aber verändert sich vielleicht jetzt auch dadurch beschleunigt etwas, dass ihr mehr Service, mehr Dienstleistungen, mehr neben dem Fahrrad sozusagen anbieten müsst? Weil das auch, wie gesagt, Stichwort Urlaub fällt ja auch alle 2 Tage in den Medien, hören wir es rauf und runter. Was kann ich noch, was will ich noch? Und ganz oft kommt halt die Antwort, dann fahren wir halt Fahrrad. Aber das muss ja auch eine Infrastruktur geben sozusagen, ein Angebot geben. Das Angebot an Ware ist zurzeit knapp, das gebe ich voll zu. Ja? Also wir haben gerade einen Nachfrageüberhang, das ist ganz klar. Allerdings, wir betreiben ja mit unseren Händlern gemeinsam eine ganz tolle Sache. Seit ungefähr einem Jahr kann der Endverbraucher, der Endkunde, über die Giant-Webseite seinen Wunschrad kaufen, bestellen. Und die Auslieferung erfolgt über unsere angeschlossenen Fahrradhändler. Das bedeutet, unser Kunde, der Fahrradhändler, baut das Fahrrad nach allen Regeln der Kunst auf. Das heißt, der montiert das Rad wirklich für den Endverbraucher. Mhm. Und die Bestellung läuft aber vom Endkunden direkt bei Giant. Das bedeutet, wir haben eine viel größere Warenverfügbarkeit. Warum? Erstens sprechen wir unser Zentrallager an von Giant Deutschland. Mhm. Und wir haben alle Lager unserer Giant Stores auch mit im Webshop angebunden. Mhm. Und diese Warenauswahl hat man natürlich nicht als Endverbraucher in einem einzelnen Ladengeschäft. Von daher kann ich da nur berichten, dass unser Webshop, ja, der Giant und der Liv Webshop, sich natürlich
im April und im laufenden Monat Mai unfassbar sich einer hohen Nachfrage erfreut. Das Schöne ist ja, dass der Fahrradhändler Teil des ganzen Ablaufes ist. Das bedeutet, der Fahrradhändler baut das Rad auf und der Endverbraucher holt das Rad wirklich bei seinem Händler vor Ort ab, hat aber bereits den Vorteil gehabt, dass er im Vorfeld viel mehr Angebot hat als bei einem anderen stationären Fahrradhändler. Von daher tun wir viel dafür, dass wir die Kunden mobil halten, gerade jetzt in diesen Zeiten. Es ist gar nicht aktuell nicht so einfach, wenn du zu einem Fahrradhändler gehst, dass dein Wunschrad einfach da ist. Es gibt ein Zitat von einem Branchenkollegen vor einigen Wochen war, das E-Bike ist das neue Klopapier. Ja, ja, habe ich gelesen, im Guardian stand es drin. Ja, ja. Ich will das jetzt nicht vom Produkt her vergleichen, aber von der Nachfrage her ist das ähnlich. So, ne? Von daher tun wir jetzt gerade viel dafür, dass auch der Endverbraucher und die Fans unserer Marke einfach das Produkt auch erwerben können. Und da haben wir halt wirklich mit dem Webshop gemeinsam mit dem Händler eine viel breitere Produktauswahl als normalerweise üblich. Wenn ich das sagen darf, was du jetzt aber nicht wirklich beantwortet hast, war mein Teil der Frage, wo die Reise im wahrsten Sinne des Wortes hingeht. Also gehen wir davon aus, dass eben dadurch, dass diese Neueinsteiger, diese neuen oder die sich in die Welt Fahrrad vor allem, aber auch in die Welt E-Bike neu reinbegeben, verändern die so ein bisschen die Gewichtung, also weg vielleicht wieder von diesen sportiveren Geräten, wieder stärker hin zu Alltagsgeräten. Und andere Frage, müssen sich die Produkte dann auch nochmal verändern? Also unterm Strich, letzter Satz dazu, was sind eure Lehren aus dieser Situation gerade für eure Planung letztlich? Genau, zwei Fragen. Die erste ist ganz klar. Diese starre Aufteilung in der Produktkategorie E-Bike, die fällt im Prinzip weg. Das E-Mountainbike ist im Prinzip nichts anderes als das moderne SUV. Wir haben, wenn du mal die Kundenstruktur anguckst von einem E-Mountainbike, hast du zweierlei Kunden. Der eine Kunde nutzt das E-Mountainbike wirklich als Mountainbike, ja, als Trailbike für Single Trails, für Alpen, Cross und so weiter. Und der andere Teil nutzt das E-Mountainbike im Prinzip als Allroundbike für auch normale Radtouren. Aber die Optik ist halt das Geile daran. Ein E-Mountainbike sieht einfach auch cool aus. So, und jetzt hat die Industrie und wir auch gesagt, wir wollen natürlich diesen Bedarf noch besser decken. Wir kommen im nächsten Jahr mit einem rein rassigen SUV-E-Bike. Das hat im Prinzip diese optische Nähe zu einem E-Mountainbike, ist aber natürlich um ein Vielfaches praktikabler, weil ich dort bereits Dinge dran habe, wie eine Lichtanlage. Ja, ich habe auch Vorbereitungen für Schutzbleche und so weiter und so fort. Im Prinzip reden wir davon, ähnlich wie im Automobilbereich noch vor 10, 12, 15 Jahren, dass die SUVs den Markt erobern. Und das Gleiche gilt auch beim Thema E-Bike. So. Im Prinzip ist dieses SUV ist quasi der Prototyp des modernen, alltagstauglichen E-Bike mit einer sportiven Optik, aber einer hohen Alltagsrelevanz. So. Und das wird wirklich die Kernsäule werden im Markt später, dieses E-SUV. Wie man ja vielleicht weiß, Giant geht immer schon seinen eigenen Weg. Seit Anbeginn, seit dem Jahre 72. Wir waren immer Innovationsführer, damals noch im Biobike-Bereich. Wir waren der Erste, der überhaupt Carbon massentauglich gemacht hat. Wir waren der erste Große, der Carbon in der Serienproduktion verwendet hat. Ja. Wir waren damals der Erste, der das moderne Rennrad geprägt hat. Ohne Giant gäbe es bis heute kein Sloping-Geometrie-Rennrad. Sprich, alle modernen Rennräder, die man überall sieht, basieren auf einem Design, was Giant im Jahre
97 gemacht hat. Das war das TCR. Beim E-Bike genauso. Wir bauen seit Ende der 90er, bauen wir E-Bikes. Und immer schon mit unserem Partner Yamaha. Yamaha, braucht man nicht vorzustellen, ist ein sehr bekannter Anbieter, auch unter anderem von E-Bike-Motoren. Mhm. Was macht unsere Bikes so besonders? Wir haben im Prinzip unser eigenes System draufgesetzt. Das bedeutet, das ist das Giant Sync Drive System. Mhm. Was heißt das? Die ganze Systemperipherie, sprich Displays, die Akkus, die Software, die Bedienteile kommen von Giant. Mhm. Und egal, was ich für ein Giant E-Bike mir kaufe, ich habe immer die gleiche Peripherie. Das heißt auch, dass der Endverbraucher und auch der Händler es viel einfacher hat in der Servicebarkeit dieser Produkte. Und zweitens, weil ich nämlich die Batterien selbst mache, habe ich aktiven Einfluss auf die Optik des Rades. Mhm. Wenn ich jetzt ein Basissystem verwende von allen bekannten Herstellern, dann sieht meine Batterie aus, so wie die Batterie halt aussieht. Aber weil ich meine eigenen Batteriepacks mache, habe ich natürlich den Anspruch, dass ein Giant E-Bike auch auszusehen hat, wie das sich unsere Giant Design-DNA auch vorstellt. Also ein Giant Rain, unser Rain E oder das Trans E oder das Explore E, Mountainbikes die sehen für die E-Mountainbikes, die sehen so aus, weil wir es so wollten. Während ich natürlich, wenn ich jetzt mit den Off-the-Shelf-Systemen arbeite, von anderen Anbietern, bin ich immer limitiert im Design des Rades. Und wir haben gesagt, wir als weltgrößter Hersteller müssen die Hoheit haben, wie so ein Fahrrad aussieht. Wir wollen vorgeben, wie ist die Formensprache eines solchen Produktes. Und das erreichen wir, dass wir halt beim E-Bike mit in der ganzen Branche die höchste Fertigungstiefe haben. Wir machen alles selbst. Wir machen alles komplett in-house und das macht die Sache auch so. Ich sage es ganz offen, wir haben die Zeit ein wenig überschritten. Das war aber vorherzusehen, weil wir wissen voneinander, dass wir gerne reden. Vielleicht du ein bisschen mehr als ich. Ist aber nicht schlimm, weil das war ja durchaus alles im Sinne desjenigen, der sich das anschaut, weil es ihm eine Orientierung gibt. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Du hast das SUV, was ihr plant, ist jetzt fairerweise der Chronistenpflicht. Es gibt natürlich schon E-SUVs im E-Bike-Segment, aber was du ja gerade ausgeführt hast, scheint ja etwas, sagen wir mal, Uniques zu sein, etwas Einzigartiges zu sein, was weitergedacht ist. Wir verabreden uns doch jetzt einfach an dieser Stelle, sobald wir das dürfen und können, dann präsentierst du in diesem Talk mal, in diesem Format einmal dieses neue Modell und wir klopfen das mal so ein bisschen daraufhin ab, anhand der Charakteristika, die du jetzt gerade geschildert hast. Weil sonst tatsächlich, fürchte ich, wird doch irgendwann hier der Provider dieser Internetverbindung sagen, Moment, da wollen auch noch andere. Also ja, wollen wir das so machen? Gerne so. Genau, ihr haltet uns einfach sowieso, aber ganz speziell in dem Fall einfach auf dem Laufenden, wann das theoretisch passieren kann. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt auch den einen oder anderen neugierig gemacht haben auf das Fahrrad, auf das E-Bike. Ich hoffe, ich bin nicht zu frech, dich quasi jetzt zu verabschieden aus diesem Talk, weil sonst, wie gesagt, laufen wir einfach aus der Form. Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, auch. Das ist, du und dein Team bleibt gesund. Gleichfalls. Auch alle Kunden, die uns jetzt sehen und zuhören, bleibt alle gesund. Habt vielleicht für den gestressten Fahrradhändler ein bisschen Verständnis. Der versucht natürlich immer, euch den besten Service zu gewährleisten. Keine Frage. Aber die Fahrräder, die entstehen nicht in einer Garage neben uns, sondern die werden in großen Werken produziert und die müssen irgendwie auch hier hinkommen. Von daher, alles wird gut, bleibt uns wohlgesonnen und vor allen Dingen bleibt gesund. Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich danke vielmals für die Zeit und für die tollen Eindrücke. Und wie versprochen, wir werden das fortsetzen, respektive weiterführen. Klasse. Vielen Dank. Euer Dankeschön. Tschüss.